Dann herzlich willkommen zum Live-Video-Chat. Fragen können einfach gerne im Chat gestellt werden, wenn es Fragen gibt. Ich werde eine kleine Einleitung machen zuerst. Und wie gesagt, dann darf es dazu gern Fragen geben oder Kommentare. Und wie gesagt, einfach im Chat schreiben. Ich glaube, man muss sich gar nicht speziell einloggen oder so. Genau, es sollte also relativ einfach sein. Die gute Nachricht ist, könnte man sagen, es gibt tatsächlich nichts zu erreichen. Es gibt keine Verwirklichung in dem Sinn, denn es gibt gar kein Selbst, kein Ich, das unverwirklicht wäre. Und letztendlich ist das die Botschaft, letztendlich ist das, was hier gesagt wird, da ist niemand. Oder andersrum gesagt, dass hier etwas ist, was ich bin, in Abgrenzung zu ganz vielen anderen Dingen, zu allem anderen, wäre eine Illusion. Das heißt, ich und die Welt, ich und Gedanken, ich und meine Gefühle, ich und andere Menschen, ich und meine Erfahrung ist letztendlich eine Illusion, eine geträumte Realität, könnte man sagen. Daran ist nichts falsch, daran ist nichts richtig oder falsch. Wenn es das ist, was scheinbar passiert, ist es das, was scheinbar passiert. Das Dilemma, könnte man sagen, oder das scheinbare Dilemma ist, dass dieses Erleben, etwas zu sein, dieses Erleben, jetzt hier anwesend zu sein, scheint begleitet zu sein von einem Gefühl des Unbefriedigtseins, als ob etwas fehlen würde, als ob ich jetzt hier bin und als ob das, was ich erfahre, das, worüber ich mir bewusst bin, nicht alles ist, nicht ausreicht, nicht genügt. Darin muss es nicht gleich irgendein großes Leiden geben oder so. Es ist einfach eine subtile, energetische Annahme, wenn man so will, dass das nicht alles ist und dass da noch was kommt, dass ich jetzt hier bin, dass ich etwas erfahre, dass das nicht alles sein kann und dass da noch eine Erfahrung, noch ein Umstand kommt, irgendwas, was es dann für mich stimmig macht. Und letztendlich wäre das die Suche. Das heißt, ich, das Erste, sucht im Zweiten, sucht in dem, worüber ich mir scheinbar bewusst bin. Das heißt, was gibt mir dieser Mensch, was gibt mir dieser Gedanke, was gibt mir das Gefühl und so weiter. Letztendlich eben in der Hoffnung, etwas zu bekommen, das mich dann erfüllt. Das ist die Illusion, könnte man sagen. Was hier gesagt wird, ist, da ist gar niemand. Dieses ganze Setup hat keine Substanz. Dieses ganze Setup ist ein Traum, eine Illusion oder findet einfach nicht statt. Gibt es nicht. Das ist nicht logisch, könnte man sagen. Das ist auch nicht erklärbar oder durchdringbar aus Sicht der Person. Denn Befreiung, wenn man so will, hat eben nichts damit zu tun, findet nicht statt innerhalb dieser Erfahrung von Anwesenheit, sondern sie wäre als Geschichte der komplette Zusammenbruch davon. Es ist einfach Befreiung, ist der das komplette Zusammenbruch, das ich und du erlebst, das ich und die Welt, ich und da draußen erlebens. Letztendlich ist es nicht mal ein Zusammenbruch, denn es stellt sich einfach heraus, was wieder nicht logisch ist, dass da gar niemand ist. Da ist einfach niemand. Da ist kein Zentrum. Es gibt nichts, was hier drin lebt oder da drin lebt. Da ist einfach nichts. Und die gute Nachricht, könnte man sagen, das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist einfach natürlicherweise stimmig. Für niemand, weil es keine reale Erfahrung davon gibt. Und gleichzeitig ist es die natürliche Realität, die nichts braucht, die sich selbst nicht zu erfahren braucht, die sich selbst nicht zu kennen braucht. Es ist einfach das. Es ist genau das, was scheinbar passiert. Für niemand. Unauffindbar, weil es alles ist.
In diesem Sinn, es gibt keine Leere, es gibt keine zusätzliche Verwirklichung. All das wäre Traumland sozusagen. Gibt es nicht und braucht es nicht. Es ist schon in Anführungszeichen alles. Genau, jetzt lese ich den Chat. Hallo. Das hört sich super an. Freude. Ja. Es ist Freiheit und es ist Freude. Für niemand, aber das macht natürlich nichts. Genau. Okay, Frage. Kann man sagen, dass Wahrnehmung in gewisser Weise nicht nur Illusion, sondern auch unrein ist? Und ins Reine würde man dann ohne Ich-Illusion kommen? Im Reinen wäre man eigentlich ja nur dann, wenn man tatsächlich wüsste, was das alles ist. Naja, also nicht wirklich, weil, also, das kommt auf die Definition an. Ich finde jetzt rein und unrein hört sich für mich nicht so gut an. Im Sinn von, nee, also kann ich, würde ich jetzt nicht nehmen, die Worte. Weil natürlich, wenn es das ist, was scheinbar passiert, sich als jemand zu erleben, ist einfach das, was scheinbar passiert, was auf seine Art und Weise auch rein ist. Was auch einfach nur sich selbst ist und letztendlich gar nichts wirklich dadurch verdeckt wird. Letztendlich wäre das schon wieder Teil der Illusion, dass es eine richtige Art zu leben gibt oder eine reine Art zu leben oder eine Art, die die Wahrheit nicht verdeckt oder sowas. Insofern hätte ich es jetzt mit rein und unrein nicht so. Aber klar, über zwei Ecken könnte man natürlich sagen, wenn immer die Illusion da ist, jemand zu sein, wird scheinbar alles durch diese Brille, durch diese persönliche Brille gesehen, wenn man so will. Und wenn das verpufft, könnte man sagen, verpufft diese Brille, aber es bleibt eben niemand übrig, der die Wahrheit schaut oder der, wie du jetzt geschrieben hast, der weiß, was das alles ist. Es bleibt einfach niemand übrig. Und was bleibt in Anführungszeichen ist die natürliche Realität, die aber letztendlich auf ganz überraschende Weise überhaupt nicht anders ist, in dem Sinn, als wenn durch die Brille geschaut wird. Okay, Frage. Erscheinen Fragen hier aus dem Ich Bin-Erleben heraus? Angenommen, du würdest zum Beispiel in einem Tony Parsons-Meeting sitzen, glaubst du, es würde eine Frage erscheinen? Oder sind alle Fragen tot? Ja, letztendlich können wir sagen, kommen Fragen aus dem Ich Bin-Erleben. Beziehungsweise wäre mit dem Fragen die Hoffnung verknüpft, etwas zu bekommen. Natürlich könnte eine Verständnisfrage oder eine konzeptuelle Frage erscheinen, aber es wäre tatsächlich, oder was tot ist, könnte man sagen, ist der Frager, was der fragende Frager. Der Fragende, was letztendlich der ist, der mit der Frage irgendwo hinkommen will. Und das ist verpufft. Insofern verpuffen auch viele Fragen oder letztendlich alle Fragen wirklich. Es gibt keine wirklichen Fragen in dem Sinn. Aber klar, dass aus dem Gespräch raus sich eine Verständnisfrage oder eine konzeptuelle Frage ergibt, klaro.
Es gibt nichts mehr zu fragen, im, mit der Hoffnung, eine Antwort zu kriegen oder eben damit einen Schritt weiter zu sein. Der Fragende ist verpufft. Insofern wird es gar nicht wirklich um die Frage an sich gehen. Okay, Frage. Lieber Andreas, sind körperlicher Tod und der Verlust der Ich-Illusion dasselbe? Naja, zumindest könnte man sagen, das Einzigste, was die Erfahrung hat zu leben, wäre das Ich oder wäre diese Illusion von ich bin jemand, ich bin etwas, das jetzt hier lebt. Und die Geschichte ist, was aber tatsächlich eine Geschichte ist, was letztendlich nicht wissbar ist, wäre, dass im körperlichen Tod auch das Ich-Erleben verpufft. Ja, das wäre eine Möglichkeit, können wir sagen. Weiß aber keiner wirklich, in dem Sinn, dass es wissbar ist. Aber aus Sicht der Person, könnte man sagen, ist es das Gleiche, nämlich mein Ende. Das Ende des Erlebens, jetzt und hier anwesend zu sein. Weil natürlich aus Sicht der Person sind natürlich alle Sichtweisen möglich. Also so wie sich die Person projiziert, als in einer Stunde bin ich noch am Leben, könnte sich die Person natürlich projizieren auch im Sinn von, ich bin nach dem Tod, im Himmel, in der Hölle, im nächsten Leben, irgendwas. Aber all das wäre Teil der Traumwelt letztendlich. Von, ich bin jetzt hier. Hier ist was, was jetzt hier ist, was ich bin. Meine Überraschung ist natürlich, könnte man sagen, dass im Endeffekt gar nichts passiert. Also im Sterben oder im Tod passiert gar nichts. Weil natürlich das, was sich als anwesend erlebt hat, als ich bin jetzt hier, als völlig leer entpuppt. Nicht konzeptuell oder nicht in Wahrnehmung. Das nimmt keiner wahr, könnte man sagen, dass da niemand ist. Natürlich kein neues Erleben oder sowas. Und gleichzeitig, da passiert einfach nichts. Irgendwie ist es rum und gleichzeitig kriegt es keiner mit.
Ist das Bedürfnis, gesehen und gewertschätzt zu werden, mit dem Ich-Bin-Erleben verknüpft? Oder ist es eine biologische Funktion des Organismus Mensch? Naja, beides auf eine Art. Also auf eine Art ist das wie eine Funktion. Naja, eine scheinbare Funktion, aber gleichzeitig aus der, ich würde sagen, das Ich-Bin-Erleben macht es eigentlich zu einem realen Bedürfnis, gesehen zu werden und geschätzt, gewertschätzt zu werden. Na, ist letztendlich schon die Person eigentlich, muss man sagen. Ja. Die es zum Bedürfnis macht. Nämlich davon ihr eigenes Glück abhängig macht oder ihr eigenes erfüllt sein oder unerfüllt sein, die Hoffnung quasi darüber Erfüllung zu finden, im gesehen werden. Was letztendlich eine Illusion ist, was letztendlich eben niemals wirklich passiert, in dem Sinn, dass man als jemand gesehen wird. Und der Rest, in Anführungszeichen, passiert von alleine. Ich meine, du hast auch selber Funktion in Anführungszeichen geschrieben, ne? Weil letztendlich ist es nicht mal eine biologische Funktion, sondern es war einfach das, was scheinbar passiert. Aber hier ist jetzt tatsächlich nichts, was in dem Sinn gesehen werden will. Wie, weiß ich nicht, wie sich die Person das wünscht irgendwie als, keine Ahnung, jemand, der ein toller Mensch ist oder der eine ganz große, irgendeine bestimmte Leistung vollbringt oder ein toller irgendwas ist und gleichzeitig aus dem, in dem, was scheinbar passiert, wenn ich meine Ruhe haben will, dann wird es auch kommuniziert. Aber es passiert von alleine dann. Genau. Der beste Non-Duality. Genau. Naja, letztendlich das Gleiche, ne? Aus Sicht der Person, die versucht, auch da ist die Hoffnung, etwas zu bekommen im Gesehenwerden. Und natürlich auch die Angst oder das Gefühl im Nicht-Gesehen-Werden etwas an Erfüllung weggenommen zu kriegen. Frage ist, man könnte ja zum Beispiel sagen, dass ein Gefühl Illusion ist und dann verschwindet das Gefühl irgendwann. Aber was ist mit Hunger- oder Müdigkeitsgefühlen, die nicht einfach verschwinden? Da könnte man ja nicht sagen, dass einfach nur passiert, oder? Naja, wobei ich würde, Gefühle sind in dem Sinn keine Illusionen. Also Gefühle, Gedanken, vor dem Computer sitzen,
zum Kühlschrank gehen, arbeiten gehen, ist keine Illusion. Die Illusion wäre nur, dass da jemand ist, der das entweder macht oder erfährt. Das heißt, nicht Gefühle ist eine Illusion, sondern die Erfahrung davon, dass es reale Gefühle gibt. Das wäre die Illusion, ganz platt gesagt. Und Gefühl ist ja einfach das, was scheinbar passiert. Und Hunger- und Müdigkeitsgefühle natürlich auch. Es wäre jetzt auch überhaupt nicht, es gibt in dem Sinn keine Illusion, sondern alles ist einfach das, was es ist. Und da gibt es Gefühle, scheinbar kommen und gehen. Und Hunger und Müdigkeit ja auch. Kommen und gehen ja auch, weil in der Regel isst man dann was oder geht schlafen. Insofern ist eben alles nur sich selbst. Ohne Antwort. Ohne dass es durch was anderes ersetzt wird. Das heißt, die Dinge sind nicht illusionär sozusagen, weil sie kommen und gehen, sondern während sie passieren, sind sie real und irreal. Aber in dem Sinn ist nichts eine Illusion. Wenn man so will, wäre die einzigste Illusion, dass da jemand ist, der sie erfährt. Aber da zu sagen, das ist eine Illusion, ist letztendlich auch schon zu viel gesagt. Denn was gemeint ist, was ich meine, wenn ich sage, das Ich ist eine Illusion, ich erfahre Gefühle oder ich erfahre etwas, ist eine Illusion, meint eigentlich, dass es nicht existiert. Es existiert letztendlich nicht mal als Illusion. Ne? Das wären die zwei Arten, wie das Wort Illusion verarbeitet wird. Einmal aus Sicht der Person, die natürlich sofort annimmt, das Ich ist eine Illusion, was ungefähr so viel sagt wie, aha, da ist ein Ich, aber es ist eine reale Illusion. Wie es gemeint ist, wäre aber, das Ich ist eine Illusion, meint, da ist gar nichts. Da ist nichts da. Also da ist nichts von Substanz, was getrennt ist. Dinge sind nicht irreal, weil sie kommen und gehen. Das wäre ein Teaching sozusagen. Oder eine Sichtweise, eine persönliche Sichtweise. Letztendlich kommt und geht gar nichts. Und alles ist zeitlos, sich selbst. Meine, diese Botschaft, das, was hier gesagt wird, bietet keine Antwort. Es ist auch nicht, um etwas zu verändern. Es gibt in dem Sinn nichts zu verändern. Veränderung passiert scheinbar von alleine und gleichzeitig verändert sich darin nichts real. Veränderung ist scheinbar sozusagen. Aber was hier gesagt wird, hier ist kein Versuch darin oder keine Absicht, etwas zu verändern. Von A nach B zu kommen, von der Illusion in die Wahrheit oder dieses Ganze. Das gibt es in dem Sinn nicht. Insofern bietet diese Botschaft keine Antwort auf irgendwas. Alles ist einfach nur sich selbst und ist als das absolut stimmig und vollkommen und total und gleichzeitig leer natürlich.
Genau, aber wenn man doch nicht weiß, was es wirklich ist, muss das angenommene Gefühl, zum Beispiel des Hungers oder der Trauer, doch illusionär sein, oder? Ja, real und irreal, würde ich sagen. Wobei auch das keiner weiß. Ja. Genau, also es wäre einfach sich selbst. Hunger oder Trauer oder genau. Was keiner weiß, was das ist. Wenn ich wenn ich fragen darf, wie war es bei dir? Ist so was Ähnliches passiert, wie wenn ein Bühnenvorhang fällt?
Ja, auf eine Art ja, aber viel, viel undramatischer. Also ein Bühnenvorhang ist oft so, eine, so riesige, schwere Teile und so. Im Prinzip hatte ich, also als Geschichte können wir sagen, ich hatte so ein sanftes Dahinscheiden, was dann gar kein Bühnenvorhang mehr ist, sondern ein hauchzarter Schleier war das eigentlich, könnte man sagen, der sich gelüftet hat, wenn man so will, oder der gefallen ist. Aber letztendlich natürlich nicht für mich. Ich bin selbst, war der Schleier, wenn man so will. Und da ich so ein langsames Dahinscheiden hatte, über 2 Jahre, würde ich sagen, als Geschichte, rückblickend natürlich, damals war mir das nicht klar, ich hätte damals eine andere Geschichte erzählt. War das eigentlich nur noch ein Hauch, das letzte Ausatmen, ne? Da wurde gar keine schwere Last mehr in dem Sinn. Es war tatsächlich so ein feines. Schreibt, die Ich-Illusion wiegt ja schwer. Naja, ja und nein. Nicht wirklich eben, weil letztendlich ist sie nichts. Letztendlich ist sie nicht existent sogar. Das heißt, das Eigengewicht, könnte man sagen, ist natürlich illusionär. Das eigene Erleben von ich bin da ist letztendlich nichts. Und das kann scheinbar verpuffen in einem großen Knall, dass ein ganzer Bühnenvorhang fällt. Es kann aber auch tatsächlich ein Aushauchen sein, wenn man so will. Ja. Und natürlich, ich meine, es bleibt niemand übrig, der etwas sieht oder eine bestimmte Erfahrung macht. Und gleichzeitig wird darin auch das, eben das ausgehaucht, was in dieser persönlichen Geschichte lebt und in dieser persönlichen Anwesenheit, in diesem Erleben von Anwesenheit und allem, was daraus kommt. Eben das Gefühl von Unerfülltsein und die Suche nach Erfülltsein und das Leben in Zeit und in persönlicher Verantwortung und dieses ganze Drumherum, könnte man sagen. Ich meine, es wäre letztendlich einfach die Überraschung, ne, dass sich das als. Es ist nicht mal ein Hauch. Und auf einmal, in Anführungszeichen, ist alles einfach so, wie es ist. Was aber gar nicht mehr groß, was eben nicht mehr verarbeitet wird oder gewusst wird oder gekannt wird, worauf sich niemand festlegt, auf ein, ah, so ist es. Worin sich niemand wiederfindet und sagt, ey, ich bin auch noch da. Das wäre die natürliche Realität, sein. In Anführungszeichen, aber ohne Erfahrung davon zu sein. Frage, was schlägst du nun vor, wenn man ja doch nichts tun kann? Gäbe es ein günstiges Verhalten zumindest? Nein, nein, es gibt tatsächlich keinen Ratschlag, keinen Vorschlag. Ich habe wirklich, ich habe keinen Vorschlag zu machen. Natürlich diese ganze Idee von Vorschlag oder Ratschlägen sich tatsächlich innerhalb dieser Traumrealität befindet, dass da jemand ist. Ne, da kämen dann so Geschichten wie, ja, Meditation ist unnötig, aber es ist dann doch irgendwie besser, es zu tun. Und letztendlich wäre genau das die Illusion, dass da jemand ist, der sich besser oder schlechter verhalten kann. Natürlich immer nur wieder im Hinblick auf diese größere Geschichte, dass es eben doch um etwas geht im Leben. Und die Person kann sich beide Geschichten erzählen, ne? Aber in beiden gibt's
Erleuchtung. Die Person kann sich die Geschichte erzählen, es gibt Erleuchtung und ich kann ganz viel dafür tun. Und die Person kann natürlich auch sagen, es gibt Erleuchtung, aber ich kann nichts dafür tun. Aber beides wäre noch in der Geschichte, nämlich dass es überhaupt sowas wie ein eigentliches Ziel gibt. Dass das Leben oder das, was scheinbar passiert, was eigentlich nicht mal Leben ist in dem Sinn, ein Ziel hat. Hat es eben nicht, gibt es gar nicht. Insofern gibt es in dem Sinn auch kein günstiges oder ungünstiges Verhalten. Abgesehen davon, dass das natürlich schon wieder voraussetzen würde, dass da jemand ist, der das wirklich tun kann, sich günstig verhalten oder ungünstig. Und das Witzige ist, oder das tatsächlich nicht aufzulösende Dilemma letztendlich ist, dass natürlich jeder versucht, sich günstig zu verhalten, vielleicht scheinbar funktioniert oder günstigere Erfahrungen oder Gefühle hervorbringt oder was die Person als günstig bezeichnen würde, die Person sich aber währenddessen gleichzeitig darin bestätigt, getrennt zu sein und sich auch darin bestätigt, sich verhalten zu müssen. Dass es eben doch sowas gibt wie günstig genug. Ich meine, es ist das scheinbare Dilemma in allem, was die Person tut, dass es bis zu einem gewissen Grad zu funktionieren scheint und die entsprechenden Gefühle, Erfahrungen, Einsichten, was auch immer hervorbringt. Und gleichzeitig aber die ständige Bestätigung dieser Selbstwirksamkeit stattfindet. Letztendlich dieser Selbstpräsenz und Selbstwirksamkeit. Frage, aber wenn man sich mit viel Illusionen beschäftigt, Fußball, Politik, viele wechselnde Partnerschaften, Ablenkungen aller Art, ist man da nicht noch mehr in der Illusion gefangen? Naja, nicht wirklich, nein, weil die Illusion letztendlich einfach die Person selbst ist. Und ja, da kann natürlich die Suche stattfinden in Fußball, in Politik, in Abwechslung, in Ablenkung, hast du geschrieben, in Ablenkung. Aber letztendlich könnte die Suche auch in, oder findet eben auch statt in Spiritualität oder in Heilung oder in Stille. Die Person selbst wäre das Gefängnis, wenn man so will. Ich meine, aus meiner Sicht, aber das ist eine Geschichte, aus meiner Sicht läuft es in dem Sinn eh andersrum. Ne? Also die Sachen fallen unter Umständen weg. Ist jetzt eine Geschichte natürlich und auf eine Art Theorie. Ne? Die Sachen fallen weg, wenn da nichts mehr ist, was in ihnen sucht. Aber derjenige, der sich von Politik und Fußball und wechselnden Partnerschaften abwendet und in der einen wahren Partnerschaft sucht oder in Gedankenstille oder in diesem ganzen Zeug, das wäre letztendlich einfach das gleiche Ich sozusagen, das in irgendeinem Umstand nach Erfüllung sucht. Und da ist tatsächlich in dem Sinn kein Umstand besser oder schlechter wie ein anderer. Frage, wenn du zum Beispiel anstatt Tony Parsons jemand anderes getroffen hättest. Ja, aber das ist tatsächlich müßig, weil es natürlich von vornherein von einem getrennten Geschehen ausgeht. Natürlich als reine Spekulation. Und natürlich könnte man sagen, wenn es anders gewesen wäre, wäre es anders gewesen. Da gibt es keine Antwort darauf. Es war eben das, was scheinbar passiert ist. Wobei ich dazu sagen muss, in meiner Geschichte zum Beispiel dieses spirituelle Spiel eigentlich zusammengebrochen ist, bevor ich Toni getroffen habe, zum Beispiel.
Zumindest das natürlich nicht in allen Verästelungen, könnte man sagen. Das ging natürlich noch ein bisschen weiter, aber tatsächlich das Zentrum dieses meiner spirituellen Geschichte ist eigentlich zusammengebrochen, bevor ich Toni getroffen habe. Vielleicht könnte man sagen, ich habe aus diesem Zusammenbruch raus dann Toni getroffen. Aber die Sache ist, dass all das eben das ist, was scheinbar passiert. Und nichts davon muss passieren, damit das Ich-Erleben, dass die Illusion des Ich-Erlebens verpuffen kann, wenn man so will. Ganz abgesehen davon, dass das gar kein wirkliches Ziel ist. Ich meine, letztendlich ist schon das eigentlich eine Annahme aus der Sicht der Person, eben wieder, dass es ein Ziel gibt und dass zum Beispiel das Ende des Ich-Erlebens das eigentliche Ziel wäre oder dass es darum im Leben geht. Oder dass das Leben das eigentlich will, sozusagen. Und gleichzeitig habe ich das natürlich überhaupt nicht gemacht, bewusst, Toni getroffen. Und dann dahin gegangen zu sein und so weiter und so. Ohne Bewusstsein oder Gewahrsein ist die scheinbare Person eh ohnmächtig, oder? Naja, in dem Sinn wäre die Person die Erfahrung, bewusst zu sein oder gewahr zu sein. Insofern, genau, wenn das Ende davon, könnte man sagen, das Ende von Selbstgewahrsein oder Selbstbewusstsein ist das Ende der Person, automatisch, weil es das Gleiche ist. Genau. Und das Einzige, was die Person hat, können wir sagen, als Werkzeug, was eine Geschichte ist, natürlich ist, bewusst zu sein, gewahr sein, in Aufmerksamkeit zu leben. Klar. Kommentar. Ja, wenn das Ich weg ist, ist eh alles in Ordnung. Obwohl das Ich noch da ist, scheinbar. Die Welt war schon immer in Ordnung. Ja, genau, könnte man sagen. Ja, es ist sowieso in Ordnung. Das ist die natürliche Realität. Alles ist in Ordnung, sozusagen. Ja, für niemand allerdings. Das heißt, darin ist niemand da, der darin ankommt, könnte man sagen, oder der das zu seiner kontinuierlichen Realität machen muss und braucht natürlich, braucht es gar nicht. Was natürliche, weil das, was passiert, das, was scheinbar passiert, natürlicherweise in Ordnung ist. Muss nicht gesehen werden noch.
Ich könnte auch sagen, die natürliche Realität muss nicht von jemand erkannt werden, damit sie sich gut fühlt. In Unordnung ist ja nur die wahrgenommene Illusion. Naja, eben, wie gesagt, sobald da dieses Selbsterleben ist, findet für dieses Selbsterleben sowas statt wie, das kann's nicht sein. Ich bin hier und ich bin auf einer Mission zum eigenen. Und alles, was ich erfahre, alles, was ich jetzt gerade erfahre, ist im besten Fall ein Werkzeug dahin. Ein Werkzeug zum Eigentlichen. Zum Beispiel meine Gedanken. Dass ich meine Gedanken mir etwas geben, was mich zur Erfüllung bringt. Dass mir dieser Moment, das Treffen mit einem Freund etwas bringt, was mich näher zur Erfüllung bringt. Dass mich ein Gefühl näher, alles letztendlich. Das wäre letztendlich gemeint mit diesem Erleben von unbefriedigt sein. Dass irgendwas, dass es das einfach nicht ganz sein kann, dass ich hier bin für was anderes. Insofern wäre, wie du schreibst, in Unordnung eine Illusion, Unerfülltsein, Unstimmigkeit. Mario schreibt, sowieso keiner da, war auch noch niemand. Bin ja mit niemand gekommen. Juhu. Ja. Könnte man sagen, dass alles neutral ist? Ja, absolut. Ja. Automatisch. Einfach dadurch, dass alles blind sich selbst ist, ist es natürlich neutral. Wenn man in der Geschichte bleiben möchte, dann ist das einfach Glückssache, dass die scheinbare Illusion wegfällt. Wie bei dir, oder? Genau, ich hatte Glück. An mir kann es nicht gelegen haben, insofern. Genau. Ja, wenn man so will. Was aber natürlich wieder letztendlich eine Schlussfolgerung der Person wäre, die sich irgendeinen Grund ausdenken muss. Aber wie du sagst, wenn man in der Geschichte bleibt, ja. Ja. Mein Eindruck ist, ich habe nichts gemacht, was nicht andere auch gemacht hätten. Und ich habe es nicht länger gemacht und intensiver, wie es andere gemacht hätten. Das heißt, ja, ich habe gesucht, scheinbar, ich habe scheinbar intensiv gesucht,
Und ich kenne Leute, die haben das Programm aus meiner Sicht mit ähnlicher Intensität, wenn nicht sogar mehr, was auch immer das heißt, länger gemacht haben oder immer noch tun. Ja. Ja. Und gleichzeitig kenne ich Leute scheinbar, bei denen das Ich verpufft ist, die natürlich auch gesucht haben, weil jedes Ich sucht und dann auf irgendeine Art eben nicht so intensiv wie ich. Und dann dieses scheinbare Ende einfach tatsächlich das ist, was scheinbar passiert. Die Illusion, Geschichte verschwindet einfach Stück für Stück, ohne dass jemand was macht. Ja, das ist das, was scheinbar passiert oder passieren kann. Ja. Letztendlich niemals, weil jemand was macht. Oder man könnte sagen, das Machen selbst wäre schon das, was scheinbar passiert, was ungemacht ist, was keiner bewusst macht. Vielleicht noch zu dem Wort Glückssache. Ich meine, also ich weiß, was damit gemeint ist und auf eine Art ist ja auch von Befreiung und sowas Positivem die Rede in Anführungszeichen. Es ist natürlich auch nicht negativ, aber letztendlich schon das Wort Glückssache impliziert natürlich, dass es doch was gibt, was eigentlich besser wäre, dass es doch etwas gibt, was doch auf eine Art richtiger wäre. Und das ist natürlich schon Teil der Illusion. Letztendlich gibt es nichts, was richtig oder falsch wäre oder eigentlicher sozusagen. Die Person würde ganz schnell daherkommen und sagen, ja, alles ist gleich und so, stimmt schon, aber eigentlich wäre Befreiung schon das Beste. In Klammern für mich. Insofern kann man nicht mal wirklich von Glückssache reden, weil natürlich erstens kein Befreiter übrig bleibt oder keiner der ohne Ich-Illusion ist. Und auf der anderen Seite entpuppt sich natürlich genau diese Hoffnung und diese Geschichte, dass da doch was ist, was eigentlich besser ist und dass man das erreichen kann, könnte oder dass es doch so ein eigentliches Ziel gibt. Genau das ist letztendlich das, was sich als völlige Illusion entpuppt. Und ich weiß schon, hintenrum kann man natürlich sagen, das ist eine Glückssache. Aber auf der anderen Seite eben überhaupt nicht. Weil das, was passiert, das, was scheinbar passiert, letztendlich die Glückssache ist. Und eben nicht ein bestimmter Umstand, den es scheinbar auch noch irgendwann irgendwie geben kann. Was natürlich letztendlich gesagt wird, ist, und das ist es, das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist alles. Und es wäre schon Teil der Illusion sozusagen, dass es hierin eine Illusion gibt. Es gibt kein Aufwachen hieraus. Es gibt nicht ein anderer Umstand, der glücklicher wäre.
Heiße Frage. Was hältst du von den prominenten Größen wie Ramesh Balsekar, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj etc.? Oder ist eine Kollegenschelte und nicht geeignet? Oh, doch manchmal entfährt es mir. Sie verfallen ja doch immer mal wieder ins Bewusstseinsteaching, oder? Oder begeben sich auf das Niveau der Sucher, um überhaupt was anbieten zu können? Was aus meiner Sicht natürlich Arroganz wäre, wussten Sie es selbst vielleicht besser, als was Sie in der Öffentlichkeit kundgetan haben? Na, weiß ich nicht, wäre nicht mein Eindruck, würde im Prinzip auch noch was Krasseres unterstellen. Ist natürlich in der Geschichte, also vielleicht zuerst mal kurz, es gibt natürlich kein Ramesh, kein Ramana und kein Nisargadatta und so. Es wäre einfach nur das, was scheinbar passiert. Aber ja, ich würde einfach mit dieser scheinbaren Beobachtung völlig mitgehen. Eine Antwort gebe ich mir da selber nicht. Wieso, weshalb, warum? Ne? Da könnte man, es wäre reine Spekulation. Aber mein Eindruck, genau, ich würde in Anführungszeichen das Gleiche beobachten. Ja, genau. Vielleicht noch ein Eindruck, aber ohne zu tief. Ich habe kein der drei richtig studiert, könnte man sagen. Mein Eindruck ist, dass ich zumindest bei Ramana und Nisargadatta über die Jahre es eigentlich immer mehr weg von dem Teaching hin zu dem ist, was hier gesagt wird. Ist aber nur ein Eindruck, den ich, wie gesagt, ich habe beide nicht studiert. In dem Sinn, dass ich alle Bücher gelesen hätte, wüsste, wann was gesagt wurde und so. Ja. Und den letzten Satz würde ich tatsächlich nicht sagen. Wussten Sie selbst es besser, als was Sie in der Öffentlichkeit kundgetan haben? Also mein Eindruck ist, dass natürlich das, was kommuniziert wird, letztendlich auf eine Art auch das ist, was hier stattfindet. Vielleicht nicht unbedingt was mit Worten, sondern natürlich auch was energetisch kommuniziert wird oder ob etwas kommuniziert wird oder eben nicht etwas, wenn man so will. Insofern halte ich selbst das für am unwahrscheinlichsten. Wussten Sie es besser und haben dann irgendwas gespielt oder vorgespielt? Nee. Okay, Frage. In der Geschichte bin ich bald durchgedreht. Wollte ich immer sterben, wie alles sein müsste oder sollte. Und jetzt ist alles in Ordnung. Man vergisst auch das, was man alles so gelebt oder erlebt hat. Vor allem die emotionale Schiene. Ja, absolut. Nie passiert. In Anführungszeichen, als ob es nie passiert ist. Und gleichzeitig, es ist nie passiert. Genau. Es ist gone. Hat nie stattgefunden. Ist nie passiert. Absolut. Und klar, ich meine, das ist die Überraschung, ne, dass dieser ganze, im Prinzip, dass dieser ganze Terz, dass diese ganze innere Verzweiflung, könnte man sagen, oder dieses ganze Innere, dass da jemand ist, der in diesem Spannungsfeld lebt mit der Realität, wie es ist und wie man es haben möchte und was man tun sollte und was dann passiert und wie sich's anfühlen sollte und wie es wirklich ist. Ne? Letztendlich können wir sagen, diese Person lebt ständig in einem Spannungsfeld. Sie kreiert das Spannungsfeld dadurch, dass sie in dieser künstlichen Realität, also kreiert in Anführungszeichen. Es wäre natürlich alles das, was scheinbar passiert. Aber die Person lebt in diesem ständigen Spannungsfeld, wo sie auf eine Art dauernd drauf und dran ist, zerrissen zu werden zwischen all ihren Ideen und Vorstellungen und Konzepten und Erfahrungen und dieser ganzen persönlichen Geschichte von ich bin jemand auf dem Weg zum Eigentlichen und die ganze Zeit scheinbar konfrontiert zu sein mit dem Eigentlichen, ist letztendlich nicht aushaltbar, außer durch Suche natürlich. Und wie das alles, was sich jetzt so groß anhört, wie so eine komplette Realität, wie so ein richtig schwerer Bühnenvorhang, wie sich das lichten kann und nichts mehr übrig bleibt. Es ist ein Wunder, eine Überraschung und ein Wunder.
dass da gar nichts ist, was in diesem Spannungsfeld liegt, dass da gar nichts ist, was Gefahr läuft zu zerreißen sozusagen. Da ist gar nichts. Es gibt kein Spannungsfeld in dem Sinne. Gibt es nicht. Trotz allen Gefühlen und Gedanken und Situationen und scheinbaren Höllen, die das Leben so bietet, ist letztendlich niemand drin, der auf der einen Seite bestehen muss und der davon zerrissen werden kann. Es war manchmal sehr qualhaft und quälend. Ja. Kennt wahrscheinlich jeder in Anführungszeichen. Kenne ich auch. Ja. Aber natürlich, absolut. Ja. Wie gesagt, auf eine Art können wir sagen, die Person wähnt sich energetisch ständig in diesem Spannungsfeld. Oder in einem Spannungsfeld. Und lebt in dieser illusionären Angst, zerrissen zu werden. Dass das, was passiert, so total ist, so absolut, so schlimm. Frage: Wenn dich jemand beleidigt, bedrängt oder unfair behandelt, wie begegnest du diesen scheinbaren Leuten und Situationen? Anders als früher? Ja und nein. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es gibt keine, hier ist niemand. Das wäre jetzt die korrekte, die nicht dual korrekte. Also hier ist niemand, der sich ein Verhalten zurechtlegt. Ich habe keine bestimmte mir bewusste Verhaltensweise, wie ich auf Leute reagiere. Denn meine Reaktion wäre einfach das, was scheinbar passiert sozusagen. Anders als früher, ja und nein. Ungehemmter, können wir sagen. Ungehemmter als Andreas, was auch immer das heißt. Vielleicht ziehe ich mich schneller zurück, vielleicht bin ich schneller beleidigt, vielleicht bin ich überhaupt beleidigt. Keine Ahnung. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert. Und auf eine Art nicht früher, weil es scheinbar immer noch Andreas ist, der einfach so reagiert, wie Andreas reagiert. Und gleichzeitig eben scheine ich heute ungehemmter Andreas zu sein. Eben, weil da eben nichts da ist, was glaubt, das tun zu müssen. Und letztendlich wieder in diesem scheinbaren Spannungsfeld liegt zwischen der Vorstellung oder diesem, wie man idealerweise so eine Situation handelt und dem, was scheinbar passiert. Denn wenn ich sage, die Reaktion ist heute anders, enthemmter sozusagen, ungehemmter, Andreas ist ungehemmter sich selbst, dann heißt es natürlich keineswegs, dass es irgendwie gut ist oder richtig oder besonders klar oder irgendwie sowas. Vielleicht ist es sogar so, aber es wäre jetzt nichts, worüber ich mir bewusst bin, wenn es so ist. Und gleichzeitig können wir aber sagen, wäre natürlich nichts da, nichts darin, was für sich selber einen Ausweg sucht, was für sich selber eine Antwort braucht oder einen Ausweg oder eine Rechtfertigung irgendwas.
Weil es in dem Sinn kein Spannungsfeld gibt. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert. Jemand beleidigt mich und es kommt eine scheinbare Reaktion, die letztendlich alles sein kann. Hat ja auch keiner mehr was davon. Ja, genau. So sieht's aus. Oder bei Beleidigungen bedrängt werden, unfair behandelt werden. Es wird auch keinem was genommen, eher. Frage, ich fühle mich heute angreifbarer als früher, als ich mich nicht mit unserem Thema befasst habe. Die Leute sehen anscheinend, dass bei mir mehr Frieden eingekehrt ist als früher. Ja, okay, weiß ich nicht. Also wäre das, was scheinbar passiert. Auf eine Art könnte man sagen, ja. Also in der Geschichte können wir sagen, ich fühle mich auch angreifbarer, beziehungsweise irgendwie offener. Es läuft nicht gleich jemand mit so einem Schutz, mit so einem, wie heißt es, prophylaktischen Schutz rum. Und gleichzeitig habe ich jetzt aber zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich hier angegriffen werde, mehr oder so. Überhaupt nicht. Insofern weiß ich nicht ganz, was du meinst. Also, ob deine Frage meint, dass du dich heute angegriffener fühlst, aber du mehr angegriffen wirst. Genau, weil bei dem ersten Satz würde ich mitgehen von dem, was scheinbar hier passiert. Bis jetzt werde ich allerdings noch nicht mehr angegriffen. Man könnte sagen, wenn da jemand ist, findet scheinbar eben auch das Leben in so einer Hab-Acht-Stellung, eigentlich in so einem ständigen Bereitsein auf einen Angriff, könnte man sagen. Also eigentlich aus einer Angst raus. Das kann ein bisschen wirken wie eine Rüstung. Das verpufft natürlich. Scheinbar.
Bruder schreibt so nach dem Motto, mit dem kann man es machen, der wehrt sich nicht, ist friedlich. Oder so ähnlich, meinte ich. Ja, okay, ist nicht meine, okay. Gut, wäre jetzt gar nicht so mein Eindruck, weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich nicht wehren würde in dem Sinn. Das meine ich manchmal vielleicht sogar heute eher wie früher. Weil als ich quasi ein spiritueller Sucher war, hatte ich zum Beispiel eher diese Idee von gut sein. Da hatte ich eher diese Idee, friedlich sein zu müssen oder zu sollen. Womit ich natürlich in einem inneren Spannungsfeld gelebt habe, aber das nicht so nach außen getragen habe. Und heute tatsächlich da niemand da ist. Das heißt, unter Umständen. Wäre ich heute vielleicht eher auf Zack oder auf Draht. Insofern habe ich eigentlich gar nicht, also das wäre mir jetzt zum Beispiel fremd, sowas wie mit dem kann man es machen oder so. Aber whatever. Keine Angriffsfläche für Kritik, aber auch nicht für Lob, Erfolg etc. Genau. Absolut. Weil natürlich diese Angriffsfläche für Kritik oder Lob wäre ja beides. Ne? Schuld, das ist eigentlich Schuld und Stolz, könnte man sagen. Natürlich letztendlich immer davon ausgeht, dass da jemand ist, der verantwortlich ist. Entweder dafür, dass es blöd gelaufen ist oder dafür, dass es gut gelaufen ist. Das wäre letztendlich die Angriffsfläche, ich wieder. Ich wär das, was sich angegriffen fühlt im Sinn von. Ich habe es falsch gemacht oder ich habe es richtig gemacht. Cool. Wie lange bist du schon fertig? Ich bin noch nicht fertig. Sind noch ein paar Minuten. Ja, ich komme gleich. Frage, was passiert da deiner Meinung nach, wenn sich die Menschheit abschafft? Nicht etwas. Bleibt unbeantwortet. Was passiert jetzt? Bleibt unbeantwortet. Kurz an Mario. Danke auch und gleichfalls ein schönes Wochenende. Keine Ahnung. Die Erde erholt sich oder sowas. Was natürlich keiner mitkriegt und für niemanden Wert hat. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert.
Okay, Frage. Okay, erstmal ciao für die Verabschiedung. Bye. Frage, wenn Neutralität noch mitbekommen wird, ist es gar nicht mal so angenehm? Naja, dann hat es was Totes natürlich. Ne? Dann, ich meine, in Anführungszeichen, die Dinge sind neutral in ihrem Sein, wie sie sind, in ihrer Totalität sozusagen. Wut ist neutral, aber nicht als Abschwächung in dem Sinn. Die Person, die irgendwie so eine neutrale oder undifferenzierte Haltung, na, indifferent Einstellung oder Haltung hat, das hat was Totes natürlich. Vielleicht meinst du das. Das ist dann eher langweilig. Da ist Neutralität eher langweilig, wenn man so will. Ja, das kann passieren. Ja, das heißt, dass Dinge in ihrem Sein neutral sind. Letztendlich auch das Unangenehmsein dieser erlebten Neutralität ist letztendlich auch zu 100% sich selbst und ist neutral. Weder richtig noch falsch. Einschließlich unangenehm oder angenehm. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert. Ist aber eben kein zusätzlicher Umstand Neutralität. Es ist nicht so, dass da das ist, was scheinbar passiert und zusätzlich ist noch neutral. Es ist blind neutral, weil einfach gar niemand da ist, der es letztendlich beobachtet, erfährt und in einer Geschichte dazu lebt. Jetzt schon sozusagen. Okay, in diesem Sinn. Es gibt keine Botschaft, es gibt nichts zu erreichen, es gibt keine richtige oder falsche Art zu sein, könnte man sagen. Denn die Erfahrung zu sein ist illusionär von vornherein. Da gibt es dann kein richtig und falsch. Wie gesagt, keine Botschaft, kein Teaching. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist alles. Und es ist natürlicherweise stimmig und satt und ganz für niemand. Es ist es und es bleibt es. Da kommt nichts mehr. Das ist es. Vielen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende und einen schönen Abend noch. Alles Liebe.